Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Pokémon X Wundertausch Nuzlocke Challenge. Wundertausch, Mire und Baloo. Wundertausch. Neues Pokémon, Wundertausch. Was Cooles. Gib mir was Cooles, Caroline, ohne Entschuldigung. Suche nach Tauschpartnern. Bitte warte einen Moment. Farbrad. Das musst du nicht synchronisieren. Nicht? Dreh. Hallo? Und da oben Punkte zur Seite gehen. Viel Spaß mit dem Pantimos. Ist das ein gutes Pokémon? Nein, das ist sehr seltsam. Das ist sehr seltsam. Oh, das Shinchan. Oh, ist ein Käferfänger. Bukkachan. Mukia. Spanien. Shinchan de Foss. Shin was? Shinchan de Foss. Kannst du aussprechen? Ja, natürlich. Shin Fat de Fosch. Sin Shat de Foss. Zigzagoon. Ich habe in den Kommentaren gelesen, ihr findet das cool, wie wir das aussprechen. Zigzagoon. Oh, guck mal, ein Zigzagoon. Das ist sogar ein Zigzagoon. Oh, schade, dass wir es wieder wegtauschen müssen. Tschüss, Zigzagoon. Direkt den nächsten. Wie tauschen die alle immer nur den gleichen Scheiß? Könnt ihr mal bitte kreativ sein beim Wundertausch? Ja, bitte. Mal Mew oder so? Das wäre so cool. Wenn wir Mewtwo oder ein Legendary tauschen würden. Das ist bestimmt geklontes. Mir egal. Ich wollte immer Mu haben. Ich würde es auch mal im Let's Play. Ja, ich weiß, aber ich will eins haben. Habe ich ein normales oder das mein Shiny? Oh, das ist oh ein Itemsammler. Du wirst jemand anderen bestimmt glücklich machen, ja, indem er dich die ganze Zeit beleidigt und sich nur freut, wenn du Items fängst, so wie wir. Wir haben das nicht so gemeint, Zigzagoon. Amar. Spam-a-Draco. Der will einen Drachen haben. Aus England. Wieso schreibt er das auf Englisch? Spam-a-Draco. Ja. Was heißt denn das? Gibt er uns jetzt einen guter Lander? Ich weiß nicht, was Spam heißen soll. Spam? Spam ist eigentlich... Ein Commander! Ob das ein trainiertes, ein... Weiß ich nicht. Bestimmt nur das Standardding, was du vom Professor bekommst. Ist mir egal, wir haben einen Commander gekriegt. Kümmer dich gut um Charmander. Das ist jetzt die Frage. Wollen wir uns einen Glurak ins Team holen anstelle diesem blöden Kamaup? Nee, ich finde Kamaup mit Boden und... Wie hat er mich gesehen? Ich sag's ganz ehrlich, ich weiß nicht, ob ich hier jemals wieder weg möchte. Zum Hungern und Kacken und so, kann alle in der Höhle machen. Warum auch nicht? Oh, der sieht aber gut aus. Nicht gucken, nur weil man fast seine Brusthaare sieht. Er hat keine Brusthaare. Geradax, was hätten wir gehabt, wenn du Zigzagoon nicht getötet hättest? Ja, dann wäre es aber kein Zigzagoon gewesen, sondern ein Geradox. Voll schwul und langweilig. Weil es immer nur geradeaus laufen kann, finde ich. Ja, und Zigzagoon kann wenigstens Zickzack laufen. Also irgendwie war das nix. Irgendwie war die Attacke nix. Hast du das auch gemerkt? Warum? Es hat doch über die Hälfte abgezogen. Ja, aber das war ja nix. Ein One-Hit-Wonder wäre es besser gewesen. Doch nicht gegen ein entwickeltes Pokémon. Nicht? Nein. Woher weißt du das? Das ist normal. Das ist gerade mal 4 Level schwächer als unseres. Und ja, aber wenn du eine effektive Attacke gehabt hättest, wäre es weg gewesen. Ja, hatte ich aber nicht. Oder haben wir irgendwo eine Kampfattacke? Nein. Ich sag's ganz ehrlich, oder? Ich glaube nicht, dass das gerade wirklich passiert ist. Ja, jetzt kann er endlich aus der Höhle rausgehen. Ja, jetzt viel Spaß. Wie soll er auch hier kochen? McDonald's liefert auch nicht hierher. Guck mal, er kann hier den Staub vom Boden... Oh, guck mal, ich kann mich selber sehen. So wurden Farben auf dem Boden. Oh nein, ich hasse diese Höhle. Okay. Oh, super, wilde Pokémon. Yeah, denk mal, du kannst auch noch ein bisschen trainieren. Ach nein. Nicht mit Pantimos. Pantimos kannst auch einfach weglaufen. So ein Kack. Tschüss. Tschüss, Pantimos. Mach's gut, wir haben dich schon. Ich lasse es stehen, während das die Wände abtastet, die nicht vorhanden sind. Was mach ich da? Ich würde das Item mitnehmen. Nee, ich nicht. Ein Nestball. Für welche Pokémon ist das? Vögel? Flug und Käfer. Schwache. Was? Nest? Wie schwache? Unter einem bestimmten Level. Von wo bin ich eigentlich gekommen? Jetzt hast du einen Fünferkampf. Was? Pantimimi! Ist das die Vorentwicklung? Pantimimi! Schnell weg! Wie sie mal vor Fünferkämpfen wegrennt. Guck, wie lange das dauert zu berechnen. Boah, dass du wirklich entkommst. Man muss fünfmal überprüfen, ob du entkommen kannst. Was ist denn das? Himmelskampf?
Die heilt unser Team, wenn wir hinkommen. Von wo bin ich gekommen? Von da links? Ja, von links. Du musst jetzt runter. Ich hasse diese Höhle einfach. Oh, und die kann man nicht mal one-hitten. Das ist so nervig. Ich setze jetzt einfach Schutz ein und gut ist. Boah, so langweilig. Wie sollen wir denn die Arena schaffen, wenn unser Team halb noch nicht ordentlich durchtrainiert ist? Wir haben noch die Trainer. Ja, stimmt schon, aber die sind ja auch nicht ganz schwach. Haben wir Schutz? Ich glaube, wir haben nur Superschutz, ja. Aber Zigzagoon hat auch ein paar Mal Schutz gefunden. Ja, stimmt. Unser schönes Zigzagoon. Das du getötet hast. Ja, aber nur aus Versehen. Hallo? Spieglein, Spieglein an der Wand. Wer ist der stärkste Trainer im ganzen Land? Balui von Baluihausen. Joko. Jutesto. Das Kampf, warte, was war gut gegen Kampf? Ich hab's schon wieder vergessen. Flug ist gut gegen Kampf. Ja. Oh, und Psycho, wenn du Gardevoir nimmst. Nein, Fee. Fee? Sie hat gar keine Feenattacke. Ich weiß. Mondschein lernt sie doch, oder? Du sollst mich nicht verarschen. Ich versuche das wirklich zu lernen. Du lernst es aber nicht. Du bist lernresistent. Wieso? Ich weiß jetzt zum Beispiel, dass Flug gegen Kampf gut ist, weil ich es mir gut merken kann. Ja, aber und wie? Psycho ist gut gegen. Aber das Psycho und Geist und Unlicht und so, das macht... Die Psyche ist stärker als der Kampf, als der Körper. Der Spruch ist, glaube ich, anders. Oh, guck mal, der Bugcatcher will sein Pokémon zurück. Bitte gib mir mein... Bitte gib mir Glumanda, ich will es nicht. Ich will kein Zigzagoon. Was soll denn das? Gib mir mein Glumanda zurück, das war nicht so gemeint. Gib mir wieder, scheiß Zigzagoon. Gib mir mein Glumanda, oh no. Der ist bestimmt auch nur aus Versehen angeklickt. Bestimmt wollte er so ein gutes Pokémon gar nicht weggeben. Bestimmt wollte er irgendeinen anderen Schrott. Nein, das wollte ich nicht. Resladero. Was ist Resladero? Ist Flug, was? Ist Kampf und Flug. Kampfflug, okay. Und es hat eine Attacke. Die ist Kampfflug. Oh. Au. Nee, nicht töten lassen. Okay, gut. Tschüss. Sie hat als einzige eine zwei spezifische Attacke, ne? Ja. Stimmt, davon hast du mir, glaube ich, schon mal erzählt. Oh, Bodyjack. Nein. Macht keinen Sinn, weil es zu viel Schaden an einem selber macht. Warum? Wir haben doch gute Attacken auf den. Ja, auf Yaxinada. Yay, besiegt. Du bist der stärkste Trainer. Könntest du mal bitte das nicht wegklicken, dass ich das auch noch lesen kann? Nicht nur 2 Sekunden. Nein. Mach schnell offline. Einen Trank wollte ich einsetzen. Ja, gib mir einen normalen Trank einfach. Boah, wie wenig der heilt, aber wir müssen ihn erstmal verbrauchen. Ja, eben. Reste. So. Okay, weiter in der Höhle. Links runter oder rechts? Ich hasse sie einfach so sehr. Sie sieht mich nicht. Nein, nein, tut sie nicht. Ob ich ein Ass-Trainer bin? Nein, nein, ich bin nur ein einfacher Pokémon-Fan. Ja, ja. Die ist bestimmt ein Ass-Trainer. Ja. Oh, die hat aber einen kurzen... Boah, guck mal den Ausschnitt an. Nein, da ist die Schleife. Mist. Das ist ein Flug. Ja, es kann sogar fliegen. Was kann es noch? Was ist noch? Nur Flug? Ja. Okay, warte. Vielleicht Flug, da ist Elektro halt gut gegen. Ja. Ich habe keine Lust zum Wechseln, deswegen bleibt da ein Fitzel drin. Langweilig. Das war jetzt auch irgendwie nicht so stark. Nein. Iguana, was ist da das? Bleibt am Fitzel nicht drin. Die Elektro-Echse. Ah, okay. Das heißt, Elektro, was machen wir gegen Elektro? Elektro-normal, um genau zu sein, aber. Ja, was setzt man gegen Elektro ein? Boden, das ist das Einzige, was sehr effektiv gegen Boden ist. Aber da ist ja Boden und normales könntest du auch Kampf einsetzen. Ah, okay. Ja, Iguana, supi. Ah, 8, das ist schon okay. Tschüss. Wir haben bisher noch keine niedrige Intensität. Nee, noch nie niedriger als 7. Nee. Oder 6? Hatten wir einmal 6? Nee, 7. Hatten wir 6? Nee, ich glaube nicht. Granbull, die Fee. Oh. Fee Psycho war das, oder? Oder Fee Kampf? Was? Das weiß ich nicht. Ich will ja Stollers einsetzen, aber. Es hört ja nicht. Ja, richtig. Stahl ist gut gegen nur Fee. Stollers. Ja. Wow. Und Gift. Merkt ihr, ich werde besser. Nein, du hast nur geraten. Warum ist Stahl gut gegen Gift? Weil Stahl unempfänglich Stahl gegen ist Gift gut ist. Gegen.
Achso, ja klar, Stahl ist gut, auch gut gegen Gift. Oha. Gift hat keine Wirkung auf Stahl. Oh nein, ist mein Angriff senken, ne? Los! Mach die Fee fertig. Oh, er hört sogar. Bam. Tschüss. Entschuldigung. War nicht so gemeint, glaube ich. Doch, was? Wieso? Wieso? Die hatte ein bunt gemischtes Team. Aha, du bist also ein Pokémon-Fan, aber gleichzeitig auch ein richtiges Ass? Ja, ich fühle mich geschmeichelt, danke, Madame. Du hast gar nicht gekämpft. Aber ich habe dabei gesessen und blödes Zeug dazu gelabert. Oh nein, das hat auch noch mehrere Etagen. Ich nicht. Oh. Ich. Ja, du musst es, glaube ich, runter. Ich hasse Höhlen. Hallo, du, was machst du? Heißt du? Geht es deinem Team gut? Wage dich weiter voran, falls nicht. Wenn nicht, lege lieber eine Pause ein. Ah ja, danke fürs Heilen. Ja, ja, bla bla. Dankeschön. Scheint auf jeden Fall auf dem richtigen Weg zu sein. Ja. Oh nein, ich hasse diesen Abschnitt. Ja. Ach, du bist langweilig. Oh, sie hat sich weggedreht. Du Cheaterin. Warum sind so viele Frauen? Ich habe ohne meinen Schatz es bis hierher geschafft. Ganz alleine. Glückwunsch. Waren das nicht die zwei, die sich gesucht haben in der Höhle oder so? Mhm. Touristin Manami. 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 Ein Nidorino. Oh, nicht wein, Schatz. Bleib ganz stark. Nein, Nidorina ist nicht so süß wie Nidorino. Okay, dann ist ja gut. Nidoking ist viel süßer als Nidoqueen. Das ist auch Fee? Wie das? Nidorina? Nein. Nur Boden. Tschüss. Gift. Giftboden? Ich weiß nicht, ob Nidorina schon Giftboden ist. Ich glaube, Giftboden wird es erst als Nidoqueen. Aber es hat sich selbst gehauen. Aber es ist also nur Boden. Nee, Boden ist ja nicht, sonst wird's. Nein, ja es ist Gift. Wie kann denn so ein süßes Riesen-Pokémon nur Gift sein? Vielleicht. Ja, es ist nur Gift. Was ist denn effektiv gegen Gift? Außer Stahl ist nur unempfindlich dagegen. Nur Boden. Boden ist gut, aber ich weiß. Psycho? Hä, warte, Boden ist gut dagegen? Ich dachte, wenn du. Du bist aber stark, du bist fast genauso toll wie mein Schatzi. Hast du nicht gesagt, wenn man Boden einsetzt, dann würde der Boden vergiftet und das wäre schon nicht. Nein, so gut. Der Boden geht auf das Gift und dann ist das Gift weg, habe ich erklärt. Ah, okay, dann habe ich es nicht richtig zugehört, Entschuldigung. Ja, ich weiß. Was? Oh, da sollten wir vielleicht. Kann ich wir den anziehen? Wir haben kein Kampf-Pokémon. Schwarzgurt war für Verstärkung von Kampfattacken, das weiß ich noch. Gut, ne? Nein! Oh, Trotzschutz. Oh, Trotzschutz kommt da so. Oh, ein Hastadur. Oh, kannst du leider nicht mitnehmen. Ja, die würde ich auch im normalen Durchlauf nicht benutzen. Das ist für Competitive gut, die Entwicklung. Ah, das ist dieses, ja, ich weiß nicht. Dieses Stachelding. Ja, ja. Dann hast du Beulenhelm drauf und sobald das Pokémon physisch angreift, dann kriegt es Schaden durch die Fähigkeit und dann durch den Beulenhelm. Wow. Mini-B-Herzchen. Wenn du die Attacke Blitz einsetzt, begegnest du weniger wilden Pokémon. Was? Oh, was? Ist das, funktioniert das wie Schutz? Das wusste ich nicht. Ich benutze ständig Blitz. Pokémon-Kämpfe gehören nicht zu meinen Stärken, deshalb gerate ich dauernd in Not. Satzstellung geändert. Ich wünschte, ich wäre so stark wie du, Mini-B-Herzchen. Ist Blitz eine Kampfattacke? Also wie, für... Nein, Blitz macht doch nur... Ich dachte, das hängt nur die Genauigkeit... seit wann? Und es macht Licht in Höhlen. Ja, yeah, das habe ich, weiß ich auch. Aber das gibt's aber ja hier gar nicht. Aber das braucht man hier nicht, nein. Nee. Ja, du musst noch ein paar Minuten. Du brauchst gar nicht so auf die Uhr gucken. Ich hasse diese Höhle. Kämpfe! Kämpfe! Das ist kein Tu-Wort, Kämpfe. Nein, das ist ein Herausforderungswort. Imperativ. Was? Imperativ. Kann man das essen? Das ist der Imperativ, die Befehlsform. Ah, ja, ja, also Kampf. Da war gegen Flug und Psycho. Yay, hast du mir gemerkt. Bin ich nicht gut? Also sei, was setzen wir ein? Magnaien. Weil es Unlicht ist. Und was ist mit Unlicht und Kampf? Kampf ist gut gegen Unlicht. Richtig. Hättest du es nicht so gefragt, hätte ich es nicht gewusst. Aber ist okay, danke. Ey. Oh, was ist das, ja, für eine... Wir haben noch gar nichts gemacht. Was ist das für eine Animation? Das sah cool aus, ne? Wie so einem chinesischen oder japanischen Dojo. Japanisches, ne? Ja. Aha. Reinschaltung macht keinen Sinn. Wenn davor kein anderes Pokémon gestorben ist. Aber es ist immer noch stark genug. Irgendwie schon. Los, Gardevoir. Wenn du jetzt verfehlt hättest, ne, dann wäre Gardevoir weg gewesen. Wenn er das nochmal gemacht hätte. Ja, aber Konfusion kann nicht verfehlen. Oh, okay. Nochmal Glück gehabt. Ja. Ja. Ey, Gardevoir. Gedanken, gut. Hm. Was ist das? Können wir machen statt Teleport.
Das steigert Spezialverteidigung und Spezialangriff. Aber du machst Doppelteam weg, nicht Teleport. Du hast gesagt, das können wir machen statt Teleport. Ja, ja, ich meinte aber Doppelteam. Okay. Teleport behalten wir, das. Yeah, Level 33. Katapult. Nein, Amphitze. Die wollen alle reiten. Du wolltest vorhin schon Schleudern lernen. Du wirst jetzt auch nicht Katapult lernen. Was auch immer du hast, mit Sachen auf andere Leute schießen. Aber nein, am Fitzel. Wenn wir seinen Kaka wegschmeißen. Nein, am Fitzel, das darfst Kaka du nicht. Kaka auf Leute schmeißen mit Katapult oder mit Schleuder, mir egal ist. Zuerst kam die Schleuder und dann Schmolle. Schmolle, Molle. Zuerst, was ist das für ein Tu-Wort? Ja, Schmolle. Ich soll schmollen. Imperativ. Los, Schmolle. Schmolle. Schmolle, Wolle. Wolle? Nein. Die Schmolle. Jetzt guck mal, was Blitz macht, bitte. Wie, was Blitz macht? Ja, was, ob das doch nicht auch eine Angriffsattacke ist? Nein, das senkt die Genauigkeit. Okay, stimmt. Ich hab's dir doch gesagt. Ja. Du hörst mir nie zu. Doch, deine Folge ist zu Ende. Ja, ich weiß. Wenn du jetzt noch weiter rennst, musst du kämpfen. Ich will aber nicht. Also hoffen Mist. Wir, euch hat die Folge heute gefallen. Wenn ja, könnt ihr morgen wieder einschalten und Daumen hoch da lassen. Genau. Bis. Zum nächsten Mal. Zum nächsten Mal, genau. Tschüss. Tschüss.